Könnt ihr euch noch an meine Freundin erinnern? Sie ist jetzt meine Ex-Freundin. Spulen wir mal zurück. Ey, Schatz, wieso ist wieder die Klobrille oben? Du Hund, wieso lässt du das jedes Mal offen, Mann? Jedes Mal, welcher Mensch lässt einen Zahnpasta offen, Alter? Ey, Barry, wolltest du nicht letztens den Müll runterbringen? Noch einmal, wirklich, ich gebe dir so eine Bombe. Sie hat zu viel Druck gemacht, sie hat mich nur kritisiert. Such dir einen richtigen Job. Sei nicht so faul. Räum dein Zimmer auf, verdammt nochmal. Geh duschen, du stinkst. Mann, genau das ist der Grund, warum die meisten Männer Single sind. Der Grund, warum ich Single bin, ist ganz einfach. Frauen arbeiten bei der CSI. Sie sind die größten Stalker überhaupt. Du machst eine Story mit einem Kumpel. Keine Sekunde später weiß sie ganz genau, wo du gerade bist. Wer die Mutter ist von deinem Kumpel, was die Mutter gerade gegessen hat, die Frau kriegt alles raus. Du kannst machen, was du willst. Glaub mir, es kommt irgendwann mal ins Tageslicht. Und du musst eine Frau unterhalten. Wenn sie dir eine Frage stellt, musst du antworten. Und wenn du keine Antwort hast, dann hast du ein Problem. Du kommst einfach mit Druck auf die Welt. Dann bist du mit deiner Freundin. Erstmal will sie ein paar Schuhe haben. Dann will sie eine Tasche haben. Dann postet ihre beste Freundin ein Urlaubsfoto. Dann will sie genau diesen gleichen Urlaub machen. Du musst auch einen Instagram-Post machen. Und dein Post muss krasser sein. Ich hab Angst vor Frauen. Sie nerven, sie stellen Fragen. Sie machen mich pleite. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Frauen Single sind. Der Grund, warum ich Single bin, ist einfach, ich sehe überall Bärte, aber keine Männer. Männer sind Arschlöcher, Lügner, die sagen, die haben Audi unterm Arsch oder Mercedes. Und wenn ich dir mal sage, ey, hol mich ab, kommen die mit dem Fahrrad. Normalerweise stalken ja Frauen ihre Ex-Freunde. Aber ich stalke meine Ex-Freundin. Ich mag sie ein bisschen. Und allein der Gedanke, wenn sie einen anderen Typen denkt, da könnte ich ausrasten. Aber Leute, eigentlich bin ich glücklich, weil ich glaube, sie vermisst mich schon ein bisschen. Ja, ich weiß. Ey, ganz ehrlich, zum Glück haben wir uns getrennt. Er ist so ein Versager. Das Einzige, was an ihm schön war, war sein Fußnagel, mehr auch nicht. Manchmal frage ich mich, warum das Ganze kaputt gegangen ist. Wir haben uns nur noch gestritten. Wir haben uns einfach nicht verstanden. Unsere Gesprächsthemen waren einfach komplett verschieden. Ich sagte, ich krieg diesen Job und ich werde übertrieben krass erfolgreich werden. Glaub mir, vertrau mir. Was? Was denn? Wie? Du und erfolgreich? Ja, ey, du kannst schon mal Wasser kochen. Was für ein erfolgreich. Du träumst viel. Wir waren nicht kompatibel. Wir haben kaum noch miteinander geredet. Findest du nicht auch, dass Neymar übertreibt mit seinen Schwalben, Mann? Das ist übertrieben krass hängen geblieben. Schwalben? Soll man Fußball spielen? Ja, Schwalben. Ja, Schwalben sind schön. Ich meine Neymar, der hat eine Schwalbe gemacht. Weißt du, wer Neymar ist? Nee, wer ist Neymar? Was ist das? Mann, du kotzt mich an. Was ist Neymar? Okay, Leute, der wahre Grund, warum ich mich von ihr getrennt habe, ist, sie war einfach besser als ich in Fortnite. Schatz, ich glaube, ich habe Depressionen. Mann, es gibt so ein Spiel auf Fortnite, der ist Mehmet 37. Der hat so viele Kills. Ich schaffe es niemals, einen epischen Sieg zu haben. Er ist immer... Was los? Warum lachst du? Mehmet 37, ja? Ja, was mit Mehmet 37? Ich bin's. Ich bin Mehmet 37. Du bist Mehmet 37 und hast die ganze Zeit... Verpiss dich aus meinem Leben. Ist dein Ernst, Chris? Geh raus, Mann. Nur weil du so schlecht spielst? Meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Und ihr müsst Geduld haben, es werden auch coole Sachen auf diesem Kanal passieren. Aber man kann ja nicht von heute auf morgen etwas hochladen. Und ich habe eine Frage an meine Community. Was mögt ihr mehr? Mögt ihr die Ausbildungen mehr oder die Prototypen? Würde mich da gerne interessieren. Schreibt es in die Kommentare rein, Leute. Und vergisst mich nicht auf Instagram zu abonnieren, denn dort lade ich Kurzvideos hoch, die es nicht auf YouTube gibt. Deswegen einfach Bodyformers auf Instagram eingeben und folgt mir dort, Leute. Und nicht vergessen, ich habe eine riesen fette Deutschland-Tour. Stand-Up-Comedy, nicht mal so lange. Und ich werde auf der Bühne sein in deiner City. Es wird witzig werden, Leute. Und schreibt in die Kommentare, Ausbildung oder Prototypen oder beides oder was komplett Neues. Peace out!